1000 Mal. Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Herz, Seele, Ball. Das ist die Ausgabe für Dienstag. Ha! Und ich bin mal gespannt, ob die Frauenfußball-WM überhaupt noch einen Fernsehpartner findet. Ich bin wie immer Montagabend im Studio von Brillux Radio. Wie immer, oder fast immer, ist Matthias Esch da. Sag mal, willst du nicht die Fernsehrechte kaufen hier an der Frauen-WM Australien, Neuseeland? Was kostet denn sowas? Sehr teuer, deswegen kauft es ja gerade im Moment keiner. Und es läuft zu einer ungünstigen Zeit, also nachts irgendwie. Oh nee, also so viel Kleingeld habe ich nicht übrig. Aber ist eigentlich schade, ich hoffe, ne? Ich wollte gerade sagen, also vielleicht findet sich ja doch noch jemand, weil die Europameisterschaft im letzten Jahr, die war ja mehr als guckbar. Also das war ja richtig, da war ja richtig was los. Also vielleicht guckt jetzt jemand zu von RTL oder von The Zone oder von Sport. Ich glaube, die waren zuletzt mit in der Verhandlung irgendwie, aber war denen auch zu viel? Da hätten die, irgendeiner hat es hochgerechnet, 100.000 Abos verkaufen müssen. Und, das ist ja nachvollziehbar, dass sie dann Nein gesagt haben. Wahrscheinlich, ja. Ich habe gerade, was stand da? Hamann über Bayern, Team zerstrittene Grüppchen, keine Mannschaft. Meldet gerade NTV. Folgst du den Kollegen von NTV oder von Didi Hamann? Der hat es gesagt. Oh, Didi Hamann recht zu geben, das fällt mir ein bisschen schwer. Das ist jetzt nicht mein Lieblingsexperte. Liebe Grüße. Jetzt muss natürlich. Der guckt das immer hier. Der guckt das immer. Wirklich? Ja, warte mal ab. Da kommt schon eine Reaktion. Liebe Grüße an Sie, Herr Hamann, bei allem Respekt. Manchmal sind wir unterschiedlicher Meinung. Ey, aber das macht ja erlaubt. Das macht's doch aus. Ich wollte gerade sagen. Also da folge ich ihm natürlich, weil das ist auch eine sehr leichte Meinung. Es ist ein zerstrittenes Grüppchen. Anders kann man sich das nicht erklären, dass sie bei Mainz 05 verlieren. Es ist ein schweres Auswärtsspiel, absolut. Zum Beispiel auch das Auswärtsspiel, da war ich in Gladbach, haben sie auch verloren. Aber sie sind in diesen Spielen wirklich keine Einheit. Und, da muss ich vor allem Thomas Tuchel recht geben, sie wirken heillos überspielt. Aber schockverliebt. Aber schockverliebt. Natürlich, er ist weiterhin schockverliebt in seinen Kader, der in Mainz verliert, gegen Manchester City zweimal. Ja, naja, gegen Manchester kannst du verlieren, finde ich. Also, ja, ich muss aber schon sagen, dass ich auch bei diesen Spielen gedacht habe, sie hatten die Möglichkeit, da mehr zu zeigen. In anderen Spielzeiten wären sie näher dran gewesen. Da kannst du verlieren, aber sie haben schon ganz schön auf die Mappe bekommen im ersten Spiel. Also fand ich schon. Ja, wobei sie da über lange Strecken eigentlich ganz gut mitgehalten haben. Nach dem 2-0 war dann Schluss. Absolut, aber man hat es gesehen, sie haben keinen Robert Lewandowski-Ersatz gehabt. Genau, ist ihr Problem. Und dass so ein fataler Planungsfehler dem großen FC Bayern passiert, hätte ich nicht gedacht. Und es wird nächste Saison sehr schwierig, da erstmal einen zu finden. Martin, bitte blende mal das Filmplakat ein, das ich dir gerade geschickt habe. Es gibt ja jede Menge Bayern-Witze gerade im Internet. Und kannst du darüber lachen, wenn die so hämisch betrachtet werden? Natürlich, ja, natürlich. Ja, über meinen Verein wird ständig gelacht, immer. Welcher ist denn dein Verein? Ja, Borussia Dortmund. Wieso wird darüber ständig gelacht? Die verdödeln das doch ständig. Das stimmt doch gar nicht. Normalerweise. Ja, aber jetzt weiter in Bochum verdödeln sie es wieder. Ich bin dabei, ich werde auf der Pressetribüne sitzen, mir das angucken. Dann kann ja nichts schief gehen. Freue mich, das wird gut. Und Bayern gegen Hertha? Ich tippe hier gar nichts mehr. Also ich könnte mir vorstellen, dass Bayern da strauchelt. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass sie sich zusammenreißen werden, weil sie müssen und weil die Hölle los ist in Bayern. Aber Stefan Effenberg hat es gesagt. Ich glaube, die sind kurz davor aufzugeben. Wer? Die Bayern-Spieler. So. Auch die Meisterschaft haben die innerlich, glaube ich, schon ein bisschen... Also ich bedauere es jetzt ein bisschen, dass Heiko Wasser nicht hier ist, weil der hätte uns ganz klar die Meinung gegeigt als BVB-Fan. Aber mal ehrlich, zwischendurch hat er die doch total abgeschrieben und gesagt, boah, der hat ja auch böse Worte hier benutzt über seine eigene Mannschaft. Ja. Aber jetzt ist er wieder oben auf. Heiko Wasser, der Formel-1-Mann von RTL früher. Das ist halt Fußball und ich bin auch in BVB-WhatsApp-Gruppen und ich sag dir, ich habe zwischenzeitlich auch gezweifelt, war aber noch einer, der jetzt nicht so völlig die Mannschaft fertig gemacht hat, weil ich immer gesagt habe, die Bayern sind dieses Jahr so schlecht, das ist die Chance. Übrigens, bitte daran denken, ja, was steht da? Du sollst auf keinen Fall vergessen, irgendwas umzuschalten. Wäre es jetzt schon wieder an der Zeit? Habe ich längst alles gemacht. Ich bin so ein vorbildlicher Moderator. Hier ist alles eingestellt. Hier ist jetzt alles im Automodus, darf man ja auch mal erklären. Wir senden bis 20 Uhr, dann übernimmt die Maschine. Und das ist alles längst eingestellt. Und am nächsten Montag könnt ihr wieder zuhören zwischen 18 und 20 Uhr. Brillux Radio gibt es als App
Oder natürlich auch DAB Plus. Und noch ein Kabel kaputt. Nein, das war ich nicht, das lag hier. Also hier liegt irgendwo ein Kabel auf der Erde. Ich bin da auch schon gerade draufgetreten. Das ist draufgetreten. Ein Wurst, da ja, das ist Qualität. Okay, danke Matthias für deine Expertise. Das machen wir ja gerne immer hier, wenn wir im Radiostudio waren. Und euch sage ich tschüss, bis morgen. Das war's für heute. Und Uli denkt schon jetzt am Morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.